Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Awakening. Im letzten Part haben wir das 11. Kapitel betreten und unser Ziel in diesem Kapitel ist es, Gangrel, hier unten ist er, endgültig zu töten. Wollen wir hoffen, dass uns das gelingen wird. Dafür will ich erstmal jetzt die ganzen Kombinationen machen, die ich schon beim letzten Mal angesprochen habe. Also erstmal Miriel und Ricken, dann Libra und Vivian, dann Cordelia und Gregor. Die geben sich jetzt gegenseitig viel Geschwindigkeit. Ne? Sie gibt 5 und er gibt auch 5. Cordelia braucht jetzt nicht mehr so viel, obwohl es eigentlich sogar schon, weil viele von den Söldnern haben ja 14 Geschwindigkeit, genau, und andere sogar noch mehr. Und deswegen, das ist schon auch, ist schon in Ordnung auf jeden Fall, die Kombination. Was gibt's hier ihm? Eben auch Geschwindigkeit, was er braucht, weil er hat ja selber nicht viel Geschwindigkeit. Und Stärke, ein bisschen Resistenz auch, das braucht jetzt nicht unbedingt, ja, obwohl, es gibt auch viele Magier hier, also ist schon in Ordnung. Dann habe ich noch gesagt, Chrom und Gaius will ich noch zusammenpacken. Genau, machen wir auch gleich, so. Dann die, stimmt, bei der Olivia habe ich mir jetzt gar nicht überlegt, mit wem ich die alles zusammenpacken will. Aber die will ich eigentlich erstmal alleine auch stehen lassen, weil, die soll eigentlich auch in jeder Runde tanzen dürfen. Weil das auch ein bisschen riskant sein wird tatsächlich, weil die Olivia hält ja selber gar nichts aus. Die hat Verteidigung 3 und Resistenz 2 und 18 KP und auch ansonsten keine guten Werte. Also, da muss ich aufpassen, weil wenn die einmal angegriffen wird, ist sie tot, so ungefähr. Und wenn ich aber halt meine Einheiten antanzen will, dann werden die ja sehr wahrscheinlich in der Nähe von Gegnern stehen, damit das dann auch wirklich effektiv sein wird, das Tanzen. Also, das wird, glaube ich, gar nicht so einfach werden. Aber ich lasse mal die Olivia und die Lissa alleine rumstehen. Aber die anderen Kombinationen mache ich jetzt noch, nämlich eben Robin und Sumia, habe ich noch gesagt, genau. Das glaube ich auch ganz gut. Und dann eben noch Palne und Stahl packen wir auch noch zusammen. So, okay. Habe jetzt hier meine Kombination. Das kann ich auch, das auch gleich mal austesten mit dem Tanzen. Ich werde jetzt in der Runde noch nicht den roten Bereich berühren, kann ich nämlich auch noch gar nicht. Ja, doch, könnte ich. Aber ich mach's mal noch nicht. Das werde ich dann, glaube ich, erst in der nächsten Runde dann machen. Ich habe auch hier hoffentlich keinen Zeitdruck. Ich weiß also, hier links oben, da ist doch bestimmt irgendwas, oder? Weil da stehen einfach drei Festungen rum ohne irgendwas. Da kommt auch 100%ig Verstärkung, da werde ich doch alles. Naja, wir schauen mal. Ich kann das vielleicht dann mal bei wem ich das in Tanzen dann einsetzen. Ich kann sie bis hierhin bewegen. Vielleicht bei Vivian und Libra. Dann schicke ich mal den Virion schon mal hier hin, oder ich wechsle mal zum Libra, der weiterziehen kann, genau. Und pack den mal hier hin und teste es jetzt gleich mal. Ich werde jetzt mal hier kurz tanzen. Ja. Ja. Achso, stimmt. Ah, stimmt. Ich habe die Animationen ausgestellt. Ja, aber ich will es mal kurz wieder einstellen. Weil ich will die Animation vom Tanzen schon sehen. Sonstige Stab- und Tanzanimation nicht anzeigen, doch bitte anzeigen, genau. Ich werde es mal für diesen Kampf wieder einlassen, ich werde es danach vielleicht wieder ausmachen, aber ich will es in diesem Kampf veranlassen, weil ich die Animation schon auch sehen will. Jetzt haben wir es halt beim ersten Mal nicht gesehen, aber werde ich ja noch häufiger machen dürfen. Und jetzt dürfen die wieder ziehen. Okay, also genauso wie es auch beschrieben wurde, funktioniert das Ganze wie erwartet. Okay, dann die anderen bewegen sich auch einfach weiter nach vorne, würde ich sagen. Und zwar, du gehst mal hier hin. So, ich bin ja hier nicht im roten Bereich, deswegen passt ja alles. Und ich hätte übrigens die Dinge jetzt nach vorne stellen sollen, die Cordelia mache ich jetzt auch. So. Und die anderen gehen eben auch alle einfach ein bisschen näher ran. Gaius geht mal dann hier so hin. Ich lasse auch den Gaius vorne, weil er ja... ja genau, er kann ja gar nicht weiterziehen, weil er gibt ja dem anderen auch plus 1. Stimmt. Dann lassen wir mal Chrom vorne, passt schon. Und ihr beiden geht dann mal hier hin. Und ich tue dann wieder den Stahl nach vorne, weil der ja eben auch weiterziehen kann. Sumia ist hier vorne, die geht dann mal hier hin. So. Und Lissa geht auch noch weiter nach vorne. Und zwar hier hin. Okay. So, ich darf noch mit denen nochmal ziehen. Genau, die gehen dann mal hier hin. Okay. Okay, die Wimmernritter ziehen schon und der Dieb auch. Ja, kommt näher, lass sie gegen mich anrennen in ihrem Zorn. Mit jedem ihrer närrischen Schritte begegnen sie mehr meiner Soldaten. Okay, ich glaube, Gangrel plant auch noch irgendwas. Und der Dieb plant auch etwas. Der will auf jeden Fall die Schatztruhe haben. Die Frage ist, wo er dann danach hingehen wird, wenn er sich die Schatztruhe geholt hat. Er wird dann hier nach rechts gehen und dann hier das Schlachtfeld verlassen wollen? Aber die andere Schatztruhe, die wird mir offenbar nicht geklaut werden, weil ich glaube, das ist der einzige Dieb, den es hier gibt, ne? Ich glaube schon. Deswegen wird wahrscheinlich nur die Schatztruhe sich holen wollen, dann abhauen. Den wieder zu erwischen, wird sehr schwierig werden, weil ich mich dann erst durch diese ganzen Gegner hier durchkloppen muss. Und die, glaube ich, einiges auf dem Kasten haben, die Gegner da. Na, wir schauen mal. Wird interessant werden, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich mich sogar wieder aufteilen sollte hier in der Mission. Eigentlich nicht. Ne, eigentlich eher nicht. Ich kann mal die hier alle kurz markieren, dass ich mal nicht in der ihren Bereich gehe, weil ich glaube, dass die alle so funktionieren, die hier stehen, außerhalb der Dieb, den kann ich mal demarkieren, dass die alle so funktionieren, dass die mich angreifen werden, wenn ich in ihre Nähe komme, ansonsten aber nicht, glaube ich jetzt zumindest mal. Und selbiges gilt wahrscheinlich auch für die hier. Ich kann mal kurz die alle markieren hier, so, dass ich mal hier jetzt den, ja gut, ihr nicht, weil die ziehen ja, die Wimmernritter machen ja eh, was sie wollen, aber hier den fetten roten Bereich sollte ich am besten nicht betreten.
Weil ich dann nämlich weder von denen angegriffen werde, noch von denen da unten, würde ich jetzt mal so vermuten. Sondern dann eben nur von diesem Fünfer gespannt hier, plus eben die Wirbelnritter eventuell noch. Und hier ist eben der Dieb näher dran, deswegen schicke ich da mal alle meine Einheiten vielleicht hier hin, dass ich auch alle zusammenlassen kann. Werde ich mal so machen. Mal schauen, ob das dann ein kluger Plan gleich sein wird. Ich kann sogar hier mit Zumia und Robin schon einen von denen angreifen. Und mit Cordelia kann ich sogar auch schon einen von denen. Warte mal, kommt Zumia auch an den anderen dahin? Nee, nicht ganz leider. Schade. Und Robin ja natürlich auch nicht dann. Kommt da irgendeiner hin? Nee, da kommt keiner hin. Von meinen Leuten offenbar. Zu dem hier, schade. Ah, den kann ich eben gleich mal angreifen. Die Frage ist, wen will ich jetzt hier wieder mal nach vorne schicken zum Locken? Ich will eigentlich ganz gerne wieder locken mit einem. Da hier viele Magier stehen. Aber natürlich auch Wirbelnritter. Es ist schwierig tatsächlich. Was hat der hier? Der hat einen Elf nicht. Der greift also auch magisch an. Oder halt speziell, wie auch immer man es nennen will. Ja, die haben jetzt alle gar keinen so mega hohen Angriff. Das geht schon. Wir hatten die höchste Resistenz von meinen Leuten hier. Ich denke mal, Robin hat eine ziemlich gute, weil er mit Zumia zusammen ist. Er hat eine, obwohl ne, 13er, nur das ist gar nicht mehr so viel. Wie viel hast du? Du hast auch nur 8, das ist nicht viel. Ja, er hat 16. Das ist natürlich ziemlich viel. Ricken und Miriel haben jetzt auch keine so hohe. Ja, doch, Miriel schon, aber jetzt auch nur 10. Also auch nicht so super viel. Ich meine, Zumia hat von Anfang an natürlich 13. Das ist natürlich schon auch einiges. Ich muss jetzt hier aufpassen, weil meine Einheiten haben alle jetzt nicht so ultra, mega, super hohe Resistenzen. Und ich will nicht den Libra alles machen lassen. Deswegen wird es sogar ein bisschen schwierig werden, wie ich das jetzt hinkriegen will, tatsächlich. Weil Robin hat eben, ja, ich meine, 13 ist schon auch ziemlich viel. Er würde von dem hier, ja, Bronzenberg kann nicht ganz töten, leider. Schade eigentlich. Auf jeden Fall, er würde von dem hier 6 Schaden bekommen. Mit dem Zauberzimmer übrigens trifft er nur zu 20%, weil da ja von den Gegnern das eben stark gesenkt wird. Das ist ganz cool auf jeden Fall. Ich würde das aber jetzt hier auch nicht verschwenden unbedingt. Auf jeden Fall, ich kriege eben da von ihm 6 Schaden rein. Und, warum kriege ich eigentlich jetzt von ihm wieder 6 Schaden rein? Obwohl ich doch eine Resistenz von 13 habe und er einen Angriff von 20, woran liegt das jetzt wieder? Weil ich im Wald stehe einfach. Okay, alles klar. Da kommt es her. Ich stehe also hier im Wald. Also ich nehme von dem hier 6, von dem hier 7, macht 13. Und 6 ist 19. Und 7 ist 26. Ja. Dann von dem hier noch 10. Ne? Und das ist schon zu viel. Dann wäre Robin schon tot. Ja, das ist jetzt gar nicht mal so einfach hier. Das ist gar nicht mal so einfach, weil wenn ich halt... Ich meine, ich habe ja die Würmritter noch gar nicht mit einberechnet. Wenn die halt auch noch herkommen, vor allem der mit 27 Angriff, habe ich halt ein bisschen ein Problem. Das ist echt nicht so einfach, finde ich. Wer kann der eigentlich laufen? Der kann natürlich auch 6 Felder laufen, der Arsch. Und die Würmritter können natürlich auch ziemlich weit ziehen. Tu mal ein bisschen rauszoomen. Wer können denn die kommen? Ich will es jetzt nicht markieren, weil ich ja schon genügend markiert habe. Kann ich mich vielleicht einfach, am besten einfach so hinstellen, dass ich erstmal nur von den Magiern angegriffen werde, oder zumindest nur von etwas weniger Leuten nur, und nicht gleich von allen, die hier stehen, weil sonst habe ich halt ein Problem. Der hat ja auch nur einen Wurfball, das geht ja. Und der kommt eh nicht arg weit. Von den Wurfballtypen, das ist ja in Ordnung. Dann kann ich mich vielleicht, was denn, wenn ich mich hier hinstelle, in den Waldabschnitt da? Da kann ich aber auch noch zu viele. Ja, der kann mich dann nicht treffen. Der hier aber schon. Und der kann mich auch treffen. Und der kann mich zu viele treffen, das ist dann blöd. Was denn, wenn ich mich hier hinstelle? Dann können mich auch immer noch zu viele treffen. Ja, es geht auch nicht. Ich muss mich mit Robin am besten irgendwo hinstellen einfach. Und ich darf aber noch niemanden angreifen. Das ist sehr blöd. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffen werde, dann hier den Dieb rechtzeitig zu bekommen. Dann, warte mal, ich muss mal kurz rauszoomen. Dann stelle ich mich am besten hier hin. Wenn ich nämlich hier der Wirbelnritter nicht treffen kann und auch der Magier nicht, der hier genau. Weil wenn ich mich da hinstelle, kann ich nur von dem angegriffen werden. Von dem und von dem. Das sind immer noch natürlich ziemlich viele Leute, aber es geht immerhin. Und das würde ich dann überleben, ne? Weil ich krieg hier halt, krieg ich 6 und hier krieg ich 7 und hier krieg ich 10. Das macht 23. Und von dem krieg ich noch 6 Schaden oder sowas, glaube ich. Das würde er dann ganz knapp überleben. Wenn ich das richtig ausgerechnet habe, ich glaube, ich stehe ja nicht mehr im Wald. Dann kriege ich mehr Schaden von dem. Scheiße. Oh, das ist alles blöd. Ich kann kotzen. Ja, da muss ich irgendwen anders dahin stellen. Ach man, ey. Ja, sorry, dass ich jetzt hier etwas brauche, um das jetzt hinzukriegen. Aber das ist schon der erste Zug. Wieder etwas tricky, finde ich. Etwas tricky. Ich möchte eigentlich schon Robin vorne hinstellen, weil er die auch alle halt wegkontern kann. Aber Robin würde es nicht, wenn ich Robin hier hinstelle, würde er es nicht überleben, wenn ich von allen getroffen werden würde.
Und ich meine, die treffen zwar jetzt alle nicht so mega wahrscheinlich. Aber die stehen natürlich auch im Wald. Die treffen jetzt, glaube ich, alle nicht so mega wahrscheinlich, die Typen da. Also, dass wirklich alle treffen, ist jetzt nicht so super wahrscheinlich, aber es könnte halt passieren. Und ich würde dann eben, ich würde sogar einen mehr Schaden bekommen. Ich kriege von dem 7, von dem 8. Und, von der kann ich ja. Ne, der kann ich dann nicht treffen, genau. Also von dem 7, von dem 8 macht 15. Von dem kriege ich sogar 11. Macht 26. Und dann eben noch, von dem kriege ich noch 6 Schaden. Ne? Ja. Und das macht 32. Das ist dann ein bisschen zu viel. Pff, das ist ja doof. Das ist sehr doof. Was mache ich denn da jetzt dagegen? Keine Ahnung. Ach Mann, ist das nervig. Dann muss ich mich... Ich will mich eigentlich schon relativ weit nach unten hinstellen. Das ist jetzt sehr blöd. Das ist richtig eklig gerade, finde ich. Richtig, richtig eklig. Aber ich meine, soll ich mich hier in den Wald reinstellen? In den Abschnitt da? Da könnte ich auch noch von... Da könnte ich halt von dem hier auch getroffen werden, ne? Wenn ich... Ja, jetzt ist die Anzeige da rechts oben im Weg. Witzig. könnte ich aber, wenn ich hier stehe, ja. Ach Mann, ey. Das ist alles blöd, Leute. Das gefällt mir gar nicht. Soll ich das riskieren einfach? Soll ich das einfach riskieren? Ich weiß es nicht. Das könnte auch ein großer Fehler sein. Ich kann mich ja mit ein paar anderen Leuten vielleicht auch noch in den Weg reinstellen. Dass sie dann vielleicht auch noch auf die gehen werden. Ja, die können aber, die kommen aber überall hin, so ungefähr. Die ganzen Gegner hier. Ich bin jetzt schon ewig lang überlegen, ich weiß. Ich sollte mal was machen. Und ich werde das jetzt einfach mal riskieren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle treffen. Weil ich meine, der hier hat zum Beispiel noch relativ viel Trefferwahrscheinlichkeit mit 114. Und der hat nur 96, der hat viel weniger. Und dann der hier hat bestimmt mit dem Wurfball auch nicht arg viel genau. Der schon wieder. Aber im Allgemeinen glaube ich jetzt nicht, dass die alle treffen werden. und das passt schon. Ne? Oder soll ich mal einen Wechsel machen, was die Kombination angeht? Soll ich nochmal Robin irgendwem anders geben? Aber ich meine, Sumia ist schon ziemlich gut, weil sie gibt ihm ja sau viel Resistenz. Und die braucht er hier, weil ich gegen viele Magier eben antreten muss hier. Ja, passt schon. Ich riskiere das jetzt mal. Ist eigentlich aber auch blöd, ne? Eigentlich bin ich kein Fan davon, so dumme Risiken einzugehen. Muss ich auch zugeben. Ich werde es jetzt aber trotzdem... Aber was ist denn, wenn ich mich in den Wald abschnitte? Das ist besser. Wenn ich hier hinstelle, dann kann ich von denselben Leuten nur angegriffen werden, wie auch gerade eben. Von... Oder? Von dem hier nämlich auch nicht. Ja genau, stimmt. Dann stelle ich mich hier hin. Weil da werde ich auch von dem nicht getroffen und auch von vielen... Ja, das ist perfekt, okay. Weil hier bin ich nämlich safe. Okay, da, ja, ich hab die Lösung gefunden. Ich stelle mich hier hin, weil hier passt alles. Weil da wird nämlich Robin... das ist falsch übrigens. Da wird nämlich Robin nicht sterben. Weil ich einen Verteidigungsbonus oben drauf bekomme. Und ich habe ja auch noch höheres Ausweichen. Also die treffen mich wahrscheinlich eh nicht alle. Aber selbst wenn ich von allen getroffen werden sollte, dann habe ich hier... Aber ich will übrigens Item wechseln. Habe ich hier überlebt, ne? Ich glaube schon. Nimm mal... Er hat nur noch den Arcus Wind, kann ich gar nicht mehr so häufig einsetzen. Und das normale Feuer kann die nicht zu Tode kontern. Ja, es ist immer noch schwierig alles. Nee, das normale Feuer kann die nicht kaputt kontern. Das ist natürlich auch blöd. Außer Sumia greift halt noch mit an. Aber andererseits wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn ich viele Leute noch übrig habe, die da rumstehen, die wenig KP haben, weil die dann meine anderen Einheiten leicht umlocken können. Ja, nee, schon in Ordnung. Dann Sumia hat die Stahllanze und Robin hat dann das Feuer, das ist schon in Ordnung, okay. Und er wartet hier. Und er ist hier safe, ne? Weil selbst wenn er von allen getroffen werden sollte, die da hinkommen, wird er trotzdem überleben. Und die müssen auch erstmal treffen. Also alle passt alles. Okay. So, das hat jetzt sehr lange gedauert, es tut mir leid. Aber ich wollte jetzt auch keinen blöden Fehler schon am Anfang wieder mal machen. Wie es schon, ja schon häufiger passiert ist, wie wir wissen. So. Dann die anderen stelle ich auch hier alle in die Nähe, aber ohne eben den roten Bereich zu berühren. Also hier so. Und hier so. Ich will mit keinem anderen den roten Bereich berühren, ne? Ne, passt schon. Ne, ist schon in Ordnung, genau. Dann du gehst mal hier hin. Und ich kann sogar noch jemanden antanzen, wenn ich will. Aber brauche ich jetzt in der Runde gar nicht. Aber kann ich ja trotzdem machen, um halt ein paar Erfahrungspunkte zu bekommen. Das kostet mich ja gar nichts, das Tanzen. Ich sollte es also, wenn es geht, in jeder einzelnen Runde immer machen, wenn ich es irgendwie kann. Und das mache ich dann auch in der Runde. Ich kann ja einfach zum Beispiel... ich kann einfach die Lissa mal hier hin packen. Oder ich kann erstmal die Cordelia bewegen. Ich bewege mal die Cordelia hier hin. So. Dann gehst mal die Liz, Lissa geht mal hier hin. So, dann tanzen wir die mal kurz an. Tanzen. Jetzt dürfen wir auch die Animation sehen. Genau. Hey, sehr schön. Und ein paar Erfahrungspunkte, okay.
Es wundert mich übrigens, dass sie nur 17 Erfahrungspunkte bekommt und gar nicht 20, zum Beispiel, wie auch Lissa am Anfang bekommt, wo sie mehr Gehalt hat. Ich weiß, sie ist Tänzerin doch eine Meisterklasse, das kann aber nicht sein eigentlich, weil die Werte dermaßen schlecht sind. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Naja, keine Ahnung. Dann Lissa geht hier hin und ihr geht hier hin. So, jetzt pass auf, Robin wird sterben, ich sehe es schon kommen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich bin gespannt. So, 7 Schaden von dir, 42%. Natürlich trifft er. Bam und bam. Okay, 2 habe ich ja noch übrig, aber ist in Ordnung, weil es dann gleich irgendwer anders erledigen kann. So, du triffst wahrscheinlich, ja? Und triffst auch, okay. Bam und bam. Sumi hat gar keinen Bock. Also ein bisschen dürfte sie schon mit angreifen, nur dass einer von denen zumindest stirbt oder sowas. Du machst 10 Schaden. Das auch. Ja, also Robin ist dann gleich eine Heilung geworden, aber er überlebt ja. Okay, sehr schön, danke Sumia. Er überlebt ja. Auch mit der Wurfballtypi, der wird's überleben, ne? Ich hab's ja ausgerechnet. Ja, hat er. Also wird's überleben, genau. Und alle haben getroffen, natürlich, ne? Aber ne. Und bam! Aber den konnten wir töten. So, und Level Up. So, es kommt kein weiterer mehr hin, ne? Wehe, wenn doch. Wehe, wenn doch. KP, Magie, Fähigkeit, Geschwindigkeit, okay? So. Heieiei. Ah, der Dieb geht auf die linke. Ach so, der geht auf die linke Seite. Was macht der denn? Ich dachte, der würde sich die Truhe holen wollen. Der holt sich die linke? Was? Das kann ich nicht wissen. Jetzt stehe ich auf der genau falschen Seite. Boah, ich hasse dich, du blöder Dieb. Das war doch meine Taktik eigentlich, dass ich die hier alle töten wollte. Ey, das ist doch ein schlechter Witz. Och man, ey. Das ist ja richtig zum Kotzen jetzt. Ach Gott, ey, ist so ein Käse. Okay, Robin hat auf jeden Fall ganz gerade so überlebt. Aber genauso wollte ich es auch. Jetzt kann ich nämlich dann sogar doch mit der Olivia jemanden töten. Zum Beispiel den hier. Wir wahrscheinlich treffen die. 82. Wenn sie nicht trifft, dann ist sie halt tot. Aber kann ich vielleicht trotzdem machen, weil die wird da bestimmt sau viele Erfahrungspunkte bekommen, weil sie ist Level 1 und kämpft da gegen einen Level 12er. Aber wenn ich sie natürlich hier stehen lasse, muss sie natürlich auch dann safe sein. Und darf von keinem anderen mehr getroffen werden. Das ist natürlich auch noch das Riskante an der Sache. Also muss ich mal gucken, wie ich das jetzt dann gleich machen werde. Ich werde auf jeden Fall immer noch nicht den roten Bereich hier aber dennoch betreten, weil ansonsten ich die alle anlocken würde. Und das will ich nicht unbedingt. Ist aber auf jeden Fall nicht einfach, weil gerade dieser blöde Dieb macht mir jetzt wieder, da ist er, einen großen Strich durch die Rechnung. Wehe, wenn, also wahrscheinlich holt es sich dann eben die, wehe, wenn in der Truhe was Saugutes ist. Dann werde ich vielleicht wegen dem blöden Idioten die Mission mal neu spielen müssen, weil ich ihn falsch eingeschätzt hatte, weil ich dachte, er würde auf die rechte Seite gehen. Aber in Wahrheit hätte ich zuerst auf die linke Seite gehen sollen. Das konnte ich doch nicht wissen. Das wirkt so, als würde er auf die rechte gehen wollen. Mann, ey, so ein Blödsinn. So, auf jeden Fall. Was machen wir jetzt alles? Ich will, wie gesagt, den roten Bereich auf jeden Fall nicht betreten. Es sind ja noch 2 Wirbelritter, auf die ich noch aufpassen muss. Und Magier gibt es natürlich ja auch noch. Ich will ganz gerne sogar den Magier vielleicht auch besiegen in der Runde. Wie viele Gegner habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegner habe ich jetzt hier im unmittelbaren Kreis. Natürlich die Wirbelritter auch noch. Also den komme ich ja nicht hin, weil ich ansonsten den roten Bereich betreten müsste. Den kann ich ja besiegen von außerhalb des roten Bereichs. Deswegen, ich habe 6 Gegner und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 angreifende Einheiten. Oder auch noch 7, wenn Olivia mit hinzuzählt. Deswegen, das passt ja alles. Auf sie muss ich halt sehr stark aufpassen, weil die kann nämlich hier auch von den Wirbelrittern getroffen werden. Ich glaube, ich kann sie in der Runde nicht wirklich töten lassen. Weil ich meine, ich komme nämlich auch zu den unteren Einheiten nicht so leicht hin. Ja, das wird jetzt nicht einfach. Ich muss mir jetzt gut überlegen, was ich jetzt hier alles mache. Okay. Also erstmal den Wirbelritter hier. Den kriege ich ja leicht klein. Das kann eigentlich... das können mehrere machen. Das können mehrere machen. Warte mal, welche meiner Einheiten kommen denn eigentlich hier nach unten zu denen hin? Das schaffen nämlich nicht viele. Das schaffen nämlich leider nur Robin und Sumia. Weil Cordelia kommt da nämlich auch nicht hin, auch wenn die hier dann tot sind. Sie wird nicht weit nach unten kommen, um von denen hier einen angreifen zu dürfen. Also ich muss einen von den beiden Magiern hier auch leider am Leben lassen. Weil ich nämlich da anders nicht hinkomme. Dann lasse ich vielleicht den hier sogar am Leben. Weil der nämlich nicht hier hinlaufen kann und ich dann nämlich schon mit der Olivia den hier töten kann. Weil hier, sie kann ja von dem Wirbelritter getroffen werden, stimmt. Aber ich kann meine anderen Einheiten in den Weg stellen, dass sie dann da nicht getroffen werden kann. Das wird aber sehr schwierig werden. Also es wird jetzt auch eine Kunst werden, hier jetzt dafür zu sorgen, dass Olivia den tötet und dass sie aber danach safe ist. Das wird jetzt sehr, sehr schwierig werden. Wollen wir mal hoffen, dass mir dieses Kunststück jetzt gelingen wird. Na gut. Okay, also erstmal den Wirbelritter. Den kann mal zum Beispiel Chrom. Ja, Chrom hat schon Level 15. Schafft es den Galius? Ich glaube mal nicht, oder? Nein. Ja, mit dem Schnitter. Ich kann natürlich darauf hoffen, dass er einen Crit hinlegt oder auch, dass Chrom mit angreift. Das ist ja ziemlich wahrscheinlich, dass eine der beiden Dinge passiert. Aber mich jetzt darauf zu verlassen, ist es natürlich auch nicht so toll. Dann soll Galius eher einen von denen hier umbringen. Und dann darf mal die Palne, würde ich sagen. Kann die Palne denen umbringen? Ja, auch nicht. Ja, sehr blöd. Ja, nee, dann, ja, das ist blöd.
Das ist blöd. Dann musste es. Ja, oder halt der Virion. Das ist natürlich am besten eigentlich, dass der Virion einfach macht. Stimmt. Machen wir das so. Dann darf er das von. Ja, zum Dissident kommt er leider nicht ganz hin. Das wäre jetzt cool gewesen. Dann darf das der Virion von hier aus einfach machen, weil der kann ihn nämlich, ja, mit Leichtigkeit killen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ich kann zwar dann in der Runde nicht heilen mit Libra. Aber ich habe auch noch Lissa. Ich muss nämlich schon den Robin dann heilen. Aber das kriege ich schon noch hin, hoffe ich mal. Aber hier, wenn ich ihn hier stehen lasse, dann ist er ja auch safe vor den anderen Gegnern hier. Genau. Also wenn ich die noch alle töte hier natürlich. Genau. Machen wir so, das ist erstmal der erste Zug. Der ist, glaube ich, ziemlich safe. Wo ist er denn? Jetzt habe ich den Übersicht verloren. Jetzt bin ich jetzt genau da. Also ich habe nicht mehr gesehen. Vor lauter Einheiten von mir. So, Stahlbogen und Bam. Yeah! Haha, okay. Level up für Virion und auch er hat Level 15 dann. Ja, das ist jetzt eher so durchwachsen, das Level up, aber na gut. Was soll's? So, dann. Wie gesagt, ich muss jetzt darauf achten, wenn ich wirklich mit Olivia den hier töten will, dann. Dann muss ich hier und hier am besten jemanden stehen haben. Weil ansonsten eben der Wimmernritter da. Der hat auch einen Wurfball. Das ist ja richtig eklig. Der hat einen Wurf. Ah, das ist ja scheiße. Dann ist es mir fast unmöglich, die Olivia dann zu beschützen. Tatsächlich. Dann ist es fast unmöglich. Nicht ganz, aber fast unmöglich, weil. Ich dann hier so eine. Ach, das ist ja blöd. Warum muss der einen Wurfball haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, der kommt hier überall hin, wo er hin will. Und ich müsste da am besten so eine komplette Wand aufbauen von meinen Einheiten, wo der nicht durchkommen kann. Na toll. Aber ich würde das echt gerne machen. Ich würde das echt lieben gerne machen. Aber ich meine, was ist denn, wenn ich. Ja, das wird aber. Das wird nicht wirklich. Nee, das wird nicht funktionieren, leider. Das wird nicht funktionieren. Nee, ich kann die Olivia den nicht wirklich töten lassen. Weil ich nicht genügend meiner anderen Leute wirklich sinnvoll da in den Weg stellen kann. Weil ich meine, das Problem ist ja, ich müsste am besten hier auf der Ebene, wo er selber ist, einen hinstellen. Dann noch hier einen hinstellen und dann noch hier einen hinstellen. Sodass da keine Lücke entsteht für ihn, wo er durchkommen kann. Dass er wirklich außenrum um meine Einheiten quasi gehen muss. Und es ihm so dann verhindert wird, zu Olivia hinzukommen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. So ziemlich. Also ich müsste hier einen hinstellen und hier und hier. Und das kann ich eigentlich so ziemlich unmöglich schaffen, weil ich muss ja mit Robin auch noch hier nach. Ich meine, ich muss ja mit Lissa auch heilen. Ich habe so viel zu tun hier. Wenn ich das wirklich hinkriegen will, dann habe ich ein bisschen zu viel zu tun. Vor allem, ich müsste ja auch einen hier hinstellen. Ja, das kann aber die Lissa machen. Ich könnte die Lissa hier hinstellen, den Robin heilen. Aber der Robin kann übrigens gar nicht hier nach unten kommen zu dem, oder? Fällt mir gerade auf, weil ich ja Robin vorne habe. Das ist ja blöd. Ich komme zu den unteren Magiern, komme ich ja gar nicht hin. Stimmt. Ich dachte noch irgendwie, die Sumia wäre vorne. Aber ich komme zu den unteren Magiern, also zu keinem von den beiden sowieso hin, überhaupt. Das ist ja doof. Dann klappt mein ganzer Plan sowieso nicht. Eieiei. Das ist echt sehr kompliziert hier. Diese Schlacht. Schon am Anfang verwirrt die mich hart. Die ist ziemlich kompliziert. Vor allem, weil das nicht so aufgeht, wie ich das alles machen will. Ja, da muss ich mir leider andere Dinge einfallen lassen, als das, was ich eigentlich machen wollte. Aber führt jetzt leider keinen Weg dran vorbei. Ja, zu heilen ist übrigens auch schwierig in der Runde. muss ich zugeben. Weil die blöden Wirbelnritter mir auch etwas zu nahe kommen. Also, da muss ich jetzt jemand anderen da nach vorne stellen. Wir hatten noch, ich meine, die Wirbelnritter, die greifen ja physisch an, immerhin. Wer hat denn eine, ich habe eher, glaube ich, Leute mit hoher Verteidigung zum Beispiel. Aber wir hatten die höchste, Stahl wahrscheinlich. Dann darf Stahl sich ein bisschen nach vorne stellen, dann gleich. Und zwar aber so, dass er von den Wirbelnritter getroffen werden kann, aber nicht von den Magiern hier. Das werden wir, glaube ich, machen. Meine anderen Einheiten werden eben noch die anderen Typen hier irgendwie töten oder so. Das wird aber echt nicht einfach werden. Was ich auf jeden Fall machen kann, ist, dass ich den Ricken mal, oder die Muriel, den Ricken, dass ich mal den Magier töten lassen kann von hier aus dann. Und dann kann noch zum Beispiel der Gregor noch den. Er hat noch 18 KP, aber auf den muss ich auch aufpassen. Der hat noch ziemlich viele KP, der Typ da. Und ich kann ihn nicht mal töten mit dem Gregor. Das ist eklig. Die Cordelia bestimmt, aber halt auch nur mit zwei Schlägen. Außer ich nehme die Silberlanze. Dann können sie es gleich mit einem Schlag machen. Sie hat sogar eine Verteidigung von 14, was ziemlich viel ist. Deswegen, sie kann ich hier ein bisschen stehen lassen, weil sie würde von den beiden Wirbelnrittern nicht arg viel Schaden nehmen. Auch von dem. Ja, aber der Magier ist auch noch im Weg. Ach Gott, ey. Ja, Leute. Das ist sehr kompliziert, finde ich. Sehr, sehr kompliziert. Wirklich richtig. Gibt's ja nicht.
Warte mal, ich sollte übrigens doch, glaube ich, wenn ich hier den Magier angreife, sollte ich jetzt, glaube ich, eher die Muriel machen lassen. Weil ich nämlich von den beiden Magiern da unten getroffen werden kann. Und sie eine höhere Resistenz hat. Dann werde ich von hier aus mit der Muriel den Kollegen töten. Und dann werden ja die beiden vielleicht auch auf die Muriel sogar gehen. Und dann die eben angreifen. Das ist ja ganz in Ordnung. Machen wir das mal so. Eieiei, Leute. Das ist aber echt nicht einfach, finde ich. Machen wir es mal so. Und zwar mit, was hat denn Rickner eigentlich? Er hat den Wind, das passt. Und sie hat Donner oder Feuer oder sowas. Was nimmt sie denn? Nimm mal... Ja, Donner trifft zwar nicht zu 100%, aber schon 93, das ist sehr viel. Und das passt, reicht aus, hoffe ich mal. Yay. Puh, das ist echt nicht einfach. Also, tut mir leid, dass ich sehr lange für meine Züge brauche, ich weiß. Aber ich will mir das alles so halbwegs zumindest überlegen. Und nicht komplett einen Blödsinn machen, was ich wahrscheinlich trotzdem tue. Aber ich will es zumindest so halbwegs eben überlegen. Also sorry dafür, dass es so lange dauert. So, also gerade derjenige, der den hier töten wird, der wird vielleicht ein paar Probleme bekommen. Ich muss ja danach, also den will ich schon auch töten, ne? Das ist aber schon wieder sehr problematisch, weil es wird in der einen Runde jetzt dann gleich wieder einer meiner Typen sehr, sehr auf die Mütze bekommen. Weil der nämlich sowohl von Magiern als auch von den Wimmernrittern teilweise angegriffen werden kann. Also, gerade wenn ich die hier alle besiegen will, dann ist es echt nicht so easy. Ich müsste ja am besten wieder irgendwie Fernangreifer benutzen teilweise oder sowas. Ich meine, ich habe ja die Olivia auch noch, aber ich will halt... Das Problem ist halt, dass ich halt die nicht so leicht jemanden antanzen lassen kann, weil ich halt hier halt überall Gefahrenzone ist. Ich kann sie vielleicht dann gleich den Vivian antanzen lassen, dass er noch das Glitzerding holen kann oder irgendwie sowas. Das ist noch das Sinnvollste wahrscheinlich. Aber was anderes Sinnvolles fällt mir jetzt gerade nicht wirklich ein. Ich kann natürlich auch die Sumia. Was hat denn die Sumia für Werte nochmal? Verteidigung von 9 nur. Das ist natürlich nicht so viel. Weil die haben nämlich schon sehr hohen Angriff. Dann kriegt sie hier 18 und 10 oder sowas. Wenn sie im Wald steht, ein bisschen weniger. Das will sie schon überleben gerade so, aber dennoch. Kann ich dann den mit einem Schlag töten? Ja, mit der Silberlanze schon. Mach ich das vielleicht... Ich meine, andererseits, ich will eigentlich auch Robin in der Runde haben. Nee, dann mach ich das eher Cordelia. Lass sie es eher Cordelia machen. Dass Cordelia mit ihrer Silberlanze den hier tötet. Und dann habe ich halt noch diesen Magier hier übrig. Wer übernimmt jetzt dann den noch? Das könnte zum Beispiel Stahl machen mit seinem Langspeer von hier aus den töten, weil wenn der Stahl nämlich hier steht, kann er nur von den Wimmernritter angegriffen werden, die ja physisch angreifen, das ist in Ordnung für ihn, aber nicht von den Magiern. Und das passt eigentlich ganz gut. Okay. Machen wir das so. Oh, das ist kompliziert, ey. Das ist sehr kompliziert, das finde ich. Dann muss ich mal kurz Robin wieder ein bisschen zurückziehen lassen. Und zwar mal, da kann die Lister vielleicht stehen bleiben in der Runde sogar so irgendwie. Ich schicke mal, wenn ich ihn hier hinschicke. Ja, die können aber auch, die können natürlich sehr weit angreifen. Die blöden Wimmernritter. Ich müsste, ich meine, andererseits, wenn die den Robin angreifen, den ich davor voll heile oder so, dann macht das ja auch nichts, ne? Das wäre auch in Ordnung. Ich muss mal aufpassen, dass die anderen Einheiten, nicht zu nah an diesen blöden Wimmernritter ranstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das passt. Er kann genauso weit angreifen, wie auch meine Leute hier stehen. Ja, das ist dann schon in Ordnung. Also, wenn er den Robin angreift, das passt schon. Machen wir hier so hin und, ja, passt. Dann die Lissa, ist zwar hier noch in Gefahrenzone, aber jetzt dann gleich nicht mehr. Weil jetzt dann gleich die Cordelia ja erstmal den Typen hier töten wird. Was hat eigentlich eher? Ja, das Stahlschwert, das passt. So. Mit der Silberlanze, es sind zwar nur 89%. Wenn der jetzt angreifen dürfte, wäre das sehr schlecht. Weil dann würde sie sterben, aber das wird schon nicht passieren. Und wir legen mal los. Yeah. Puh. Das ist nicht einfach, Leute. Das ist nicht einfach. So, wir kriegen Geist. Hat Magie erhöht, ne? Genau. So, ich kann eben hier zwar von mehreren. Ah, ne, von den Magen kann sie auch gar nicht mal getroffen, oder? Ja, doch, kann sie. Genau, ist schon im roten Bereich. Genau, kann sie. Ja, das überlebt sie ja, habe ich mir ausgerechnet, ne? Oder habe ich mir das überlegt eigentlich? Habe ich die Magier vergessen? Bei Cordelia? Ich dachte, da habe ich dran gedacht, oder nicht? Warte mal. Jetzt habe ich vergessen, ne? Dass die Magier ja da sind. Bin ich eigentlich komplett blöd? Warte mal. 14 hat sie. Sie kriegt von dem hier 5. Und von dem hier 13. Das macht 19. Und, dann kriegt sie noch 11 und 10. Das ist zu viel. Hä, bin ich blöd? Ich habe die Magier vergessen. Bin ich denn komplett doof? Die können ja... Ja, nee, aber passt schon. Die können sie ja da nicht treffen. Also, ja, der hier nicht. Genau, der kann sie nicht treffen. Nur der hier.
Ja, warte jetzt nochmal. Ich bin. Warte mal, ich bin so blöd, glaube ich. Verteidigung ist 14. Von dem nimmt sie. Sie steht auch im Wald, muss man denken. Von dem kriegt sie dann 4. Und von dem kriegt sie 12, also 16. Und dann nur noch von dem. Ja, nee, sie ist schon safe. Passt schon, wenn ich den jetzt auch noch gleich töte mit Stahl eben. Passt schon alles, ne? Genau. Stahl lasse ich ja den mit dem Langspeer angreifen. Genau, also passt schon alles. Ne? Ich habe schon das überlegt. So ein bisschen zumindest. So, er trifft halt zu 100%, ist ganz gut. Und wird dann den eben töten. Okay. Eieieiei, Leute. Ist das kompliziert, hey. Und das alles nur, weil ich eigentlich den Dieb haben wollte, der aber eh auf die linke Seite geht, ne? Das ist echt ein schlechter Witz. Mann, ey. So. Dann Elissa ist hier oben safe übersehen können, das ist auch gut. Ich kann sie sogar auf die rechte Seite schicken, manchmal, weil sie dann ein bisschen näher dran ist. Und bitte auch eine Pflege. Heizt sogar auch nicht mal komplett, aber nahezu, deswegen das passt so. Thanks. So. Dann die Olivia, die kann jetzt, oder die beiden kommen da nämlich gar nicht hin. Chrom und Gaius leider. Aber ist in Ordnung, dann stelle ich mal die beiden hier auch einfach ein bisschen mehr in die Nähe. Hier so. Und dann tanze ich mal eben hier Vivian und Libra an. Jo. Oh. Yay, sehr schön. Und dann darf sie jetzt eben noch der Vivian, oder ich wechsle mal zum Libra, darf sich ja noch das Glitzer-Ding jetzt hier holen. Euer Gegenwart ist mir ein Born der Kraft. Kämpfen wir nun Seite an Seite? Klar, jede unserer Bewegungen wird wie eine Saga sein und die Barden verzücken. Yay, Beziehung verbessert. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Das ist ja eigentlich cool, ne? Das ist cool, dass die einfach auftauchen und dann, ne, einfach, ja. Das ist cool. Ich bin sowas von tot, Leute. Was soll der Scheiß eigentlich? Da tauchen die direkt in meiner Menge auf und dürfen auch angreifen gleich wieder. Toll. Wieder mal erwischt wahrscheinlich die Miriel, wie ich schon. Ah, trifft nicht. Aber dennoch, einer wird sterben. Hundertprozentig. Das ist so kacke. Ganz ehrlich, was zum Teufel? Das ist unfair. Mann, ich hasse das. Das ist so doof. Diese scheiß Verstärkung immer. Ja, irgendeiner wird hundertprozentig sterben. Da wette ich alles. Toll. Mann, ey. Ja, vielen Dank. Zwei Schaden war jetzt eh nicht der Rede wert. So, okay. Hab ich jetzt schon wieder gar keinen Bock, wisst ihr das eigentlich? Diese blöde Verstärkung, wenn man das wenigstens wissen könnte. Das ist so dumm. Ich hasse das so sehr. So. Dann, du gehst auf den Stahl, ja, das ist ja in Ordnung. 8 Schaden kriege ich, das ist sogar nicht wenig. Aber er trifft vielleicht eh nicht, er trifft eh nicht. Perfekt. Bam und bam. Mein Langspeer geht übrigens sogar gleich kaputt, glaube ich, weil arg auch häufig kann ich den gar nicht mehr benutzen. Ja, okay. Ja, Olivia ist tot, so ungefähr. Der trifft auch noch. Ja, was macht der andere? Geht der auch auf Olivia? Kommt er da hin? Ne, geht. Okay, die sind aber doof. Okay. Wenn die Computer ein bisschen klüger wären, dann wäre einer von mir sowas von gestorben, aber sind sie zum Glück nicht. Okay, dann wären meine Leute, glaube ich, sogar überleben. Aber das ist trotzdem ein schlechter Witz, finde ich. Trifft auch nicht sehr gut. Bam! Und bam! Und leider hat Gregor keinen Bock. Na gut. Du gehst auf Robin. Ja, das ist ja in Ordnung. Passt, genau. Habe ich mir so überlegt, weil er jetzt dann gleich durch Konterschaden sterben wird. Bam! Und bam! Ach, zum Glück sind die Computer doof. Weil ansonsten wäre es jetzt wieder gewesen. Zum Glück sind die doof. Da ist übrigens nochmal jemand bewegt. Der hier. Warum bewegt sich. Hat sich der gerade bewegt? Warum bewegt sich eigentlich der? Was macht denn der eigentlich? Ist hier ein Dorf irgendwo? Nee, hier ist doch kein Dorf. Ich dachte, jetzt würde zu einem Dorf gehen wollen. Oder so. Der will dann nach oben gehen. Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Mann, das ist so dumm mit dieser blöden Scheißverstärkung, ganz ehrlich. Ich hatte jetzt so ein Glück, dass die nicht mal andersweise denken können, die Computer. Weil ansonsten wäre ich jetzt völlig am Arsch schon wieder. Das ist echt unfair und richtig kacke einfach nur. Ganz ehrlich, das kann man doch gar nicht wissen, von wo die herkommen. Also das hasse ich echt. Okay. Oh Mann, ey, so Leute. Ich würde also sagen, das war's erstmal für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Awakening. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier in dieser Schlacht weitergehen wird. Und jetzt sieht es eigentlich ganz in Ordnung aus, weil jetzt habe ich hier noch drei Gegner und die kriege ich auf jeden Fall klein. Wenn nicht wieder Verstärkung kommt, das ist ganz in Ordnung. Ich muss halt dann gucken, wie ich dann danach noch weitermachen werde, weil ich werde den Typ nicht mehr erwischen. Ne? Also der wird hier davonkommen mit dem Schatz hier. Da bin ich mir relativ sicher. Wir müssen halt dann gucken, wie wichtig der Schatz ist, wie gut es ist, was er da stiehlt. Und wenn es etwas Gutes und Wichtiges ist und etwas Seltenes, dann werde ich die Schlacht halt vielleicht nochmal neu starten. Deswegen. Aber das sehen wir dann alles beim nächsten Mal, würde ich sagen. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.